An Guido Westerwelle habe ich auch eine Karte geschrieben und ich weiß gar nicht, wo ich die hinschicken soll. Haben Sie den noch mal gesehen in letzter Zeit? Der ist irgendwie gar nicht mehr da. Der war früher dauernd auf dem Bildschirm, hat immer dazwischen gequakt und jetzt ist er abgetaucht. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie diesen Menschen hier irgendwo sehen, bitte melden Sie sich. Er könnte inzwischen aber auch so aussehen. Ne? Oder aber so. Ne? Nee, so. Unser Guido. Hier sehen wir ihn jetzt noch mal, wie wir ihn alle in Erinnerung haben. Ein Lied von Dennis Kaub und Marieke Schmidt-Glenewinkel. Auf dem Dreikönigstreffen, hinter den Mauern der Oper der Stadt, steht eine Nervensäge, wie sie noch keiner gesehen hat. Du hast ja recht, aber du hättest es doch ein bisschen vornehmer formulieren können. Ach nö. Ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem. Immer nur Steuern senken. Wirtschaftspolitische Schizophrenie. Dieser Staat hat Geld wie Heu. Gebrochene Wahlversprechen. So schafft man die 5% Hürde doch nie. Versprochen, gehalten. Hey, 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 er war so hoch auf der Leiter. Doch dann fiel er ab. Was Schlimmeres als unseren Laden gibt's überhaupt nicht. Er musste schnell in die Klinik. Er hatte die Umfragewerte so satt. Sie brannten wie Feuer in seinen Augen. Er fühlte sich einsam und unendlich schlapp. Hey, 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 er war der blau-gelbe Schleimer. Hey, 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 weiter regieren wird knapp. Das ist eben die Arroganz der Macht. Hey, 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 die FDP ist im Eimer. Ja, ja. Und dann fiel er ab. Ja, dann fiel er ab. Das verspreche ich euch.